aber er muss, wie die meisten seiner Kollegen, zu einem anderen Gebäude fahren. Eine Außenstelle der Schule, die 6 Kilometer von der Gesamtschule Neumühl entfernt, in einem anderen Duisburger Stadtteil liegt. Keine Seltenheit heutzutage, wo viele Schulen zu klein oder zu brüchig geworden sind. Jede Baustelle, jeder Bus setzen Jürgen Liefke unter Druck. Jetzt bin ich gerade genervt. Weil ich hoffe immer, den nicht vor mir zu haben, diesen Bus. Aber der wird mich jetzt noch mindestens 2-3 Minuten begleiten. Und den kann man doch nicht überholen. Und je nachdem, wie der fährt, ich habe jetzt noch 5 Minuten bis zur anderen Schule, wird es eng und enger und enger. Die Schüler stellen sehr schnell fest, dass bei mir zum Beispiel, dass ich sehr schnell genervt bin. Und da muss man gucken, dass man das nach hinten stellt und die Schüler nichts anmerken lässt. Das ist ganz wichtig. Die Schüler haben aus ihrer Sicht einen Anspruch darauf, dass der Lehrer, der vor ihnen steht, mit ihnen ganz ruhig umgeht und sich auf sie einlässt. Und wenn man selber nicht ausgeruht ist, reagiert man sehr schnell genervt. Merke ich an mir. Und das passt mir auch nicht, an mir selber. Entscheidung bewusst trifft, Lehrer zu sein, dann muss man sich darüber auch über die Konsequenzen im Klaren sein, denn die Kinder, für die sind wir da. Und die verlangen, die haben auch in gewisser Hinsicht das Recht darauf, dass man für sie auch spontan da ist und nicht sagt, nee, du kommst in meiner Pause. Wenn man den Beruf ausüben will, weil man meint, ja schön, hast du dein Buch, gehst mit dem Buch in den Unterricht und kommst wieder raus und um 2 hast du Feierabend. Wer diese Vorstellung hat, der hat hier keine Chance. Der kann in dem System einfach nicht bestehen, weil der würde irgendwann von den Gegebenheiten klein gemacht. 3, 2, 1, 0. Charlotte Hornbostel versucht Ruhe zu schaffen, weil sie wieder einmal am Anfang des Unterrichts einen Streit schlichten muss. So, jetzt nochmal. Also ich habe nur gehört, wo wir dann gekommen sind in die Klasse, hat er, keine Ahnung, was vorher gewesen ist, hat er gesagt, er will ihn schlagen. Ja, das hat er wirklich gesagt. Ich weiß ja gar nicht, was der gemacht hat. Ich habe euch schon 100 Millionen Mal gesagt, Sefkan, Christian, dass wir viel zu viel Zeit verlieren in den Englischstunden mit solchen Sachen. Ja? Diana. Ja, der sagt, die scheißen und so, geh nach Hause. Moin. Ja, der macht immer am Tisch hier und kippt. Ja, und deshalb, Mike, es ist jetzt Feierabend. Ja, ich krieg langsam so ein bisschen schlechte Laune. Haben Sie doch schon hier? Nee. Du hast mich doch nicht schlecht gelaunt gesehen. Heute ist Informationstag für die zukünftigen 5. Klassen der Gesamtschule Obersberg in Bad Hersfeld. Die 35-jährige Lehrerin hat seit 2 Jahren eine sehr anstrengende Klasse und hofft, dass das mit den neuen Schülern besser wird. Nicht mehr so viele Problemfälle, darum hatte sie deshalb schon im Vorfeld gebeten. Doch jetzt sieht sie zum ersten Mal die Namensliste. Wir hatten doch, warum hab ich den denn? Ja. Ich habe euch gebeten, das nochmal. Ich hatte an dem Tag die Liste nicht mit. Was ist jetzt passiert? Wir haben jetzt die Konstellation. Also wir haben immer, bevor wir die Klassen einteilen, einen Termin mit den abgebenden Klassenlehrern aus dem Grund.